Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Vortrag. Und ich freue mich, dass wir jetzt einen anderen Blick noch auf KI-Projekte nehmen. Und zwar Martina wird zu Standardvertragsklauseln und der Anwendung bei KI-Projekten sprechen. Martina ist Rechtsanwältin und Partnerin bei Arioli Law. Sie berät Unternehmen und den öffentlichen Sektor in Technologiefragen und bei der Datenwirtschaft. Sie ist seit 25 Jahren in diesem Bereich tätig, ist Dozentin an der Uni Zürich und Beirätin des CAS Datenschutz. Und ich freue mich auf deinen Vortrag. Martina, the stage is yours. Vielen herzlichen Dank, Sven, für die netten Worte der Einführung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein in der alten Heimat, sozusagen. Bin aber schon lange in Zürich, muss ich gestehen. Ich freue mich, dass ich heute über die EU-Standardvertragsklauseln zur KI-Beschaffung sprechen darf. Und zwar in einem ersten Teil schauen wir uns die ein bisschen näher an und versuchen, das abzugleichen mit dem EU AI Act. Und dann versuche ich, da noch ein paar Empfehlungen abzugeben. Da geht es eigentlich so ein bisschen um vertragstechnische Analyse. Und zum Schluss wollen wir noch einen Blick aus der Schweizer Perspektive auf das Ganze werfen. Wer nun heute die Hoffnung hegte, mit einem fertigen Vertrag unter dem Arm hier rauszumarschieren, den muss ich leider bitter enttäuschen. Und das zwar aus zwei Gründen. Als erstes diese Standard Contractual Clauses for the Procurement of Artificial Intelligence by Public Organizations oder jetzt kurz in der nächsten halben Stunde SECAI. Die wurden nämlich von der Public Buyers Community im September 2023 veröffentlicht. Und das basierend auf einem Vertrag, den die Stadt Amsterdam im 2018 abgeschlossen hat. Eine Anwaltskanzlei hatte hier geholfen. Und die SECAI basieren auf dem AI Act Version 2021, also es war der erste veröffentlichte Entwurf. Und mittlerweile ist ja der AI Act am 1. August 2024 in Kraft getreten. Eine geleakte Version wurde im Januar zur Verfügung gestellt und seither wurde eigentlich bereinigt und so, aber es hat sich doch einiges geändert zwischen dem Entwurf 21 und das, was jetzt am 1. August in Kraft getreten ist. Und deswegen, und das habe ich auch schon vorausgesehen gehabt, dass die Public Buyers Community nun diese SECAI natürlich überarbeiten wird, denn diese SECAI, die beziehen sich ganz, ganz stark auf den AI Act. Und das Ganze wird jetzt dann auch noch mit dem neu geschaffenen Gremium, dem AI Office, diskutiert. Und ich habe bei der Public Buyers Community ganz, ganz freundlich nachgefragt, ob man mir denn jetzt den aktuellsten Entwurf zur Verfügung stellen würde. Und da wurde ich sag's mal diplomatisch, ziemlich bestimmt abgewiesen. Also ich habe das jetzt leider nicht, das bedauere ich sehr, als Rika Koch mich im April fragte, ob ich zu den SECAI sprechen möchte. Da habe ich zugesagt, aus lauter Optimismus dachte ich, dass die Mühlen in der EU ein bisschen schneller malen. Schließlich sind diese SECAI ja als Hilfestellung gedacht für die Verwaltung, in den EU-Mitgliedstaaten. Und da will man ja etwas zur Verfügung stellen, müsste man meinen, dass die Verwaltung auch einsetzen können. Und wir werden sehen, da habe ich ein paar Zweifel. Also hier, Spoiler oder großer Disclaimer, alles, was Sie jetzt heute hören, ist vorläufiger Natur. Ich weiß nicht, wann diese SECAI dann neu aufgelegt werden. Man kann sich aber registrieren auf der Website. Ich habe das in der Präsentation verlinkt. Und jetzt noch eine kleine Frage. Wer kennt die Public Buyers Community? Hand hoch. Ich verspreche, ich werde keine fiese Anschlussfrage stellen. Wer kennt's? Ich sehe keine einzige Hand
in der Luft. Das erstaunt mich jetzt nicht weiter, weil diese Public Buyers Community wurde erst im April 23 ins Leben gerufen und Ziel ist es eigentlich so eine Hub-Plattform, ein Austausch, Forum für die Verwaltungen in EU-Mitgliedstaaten zu bieten. Und der erste Wurf, wenn ich das richtig beurteilen kann, war eben dann schon im April die erste Version dieser SEC AI. Man kann sich, wie gesagt, da registrieren und dann kriegt man die dann auch. Aber wir werden schauen, ob das dann Sinn macht. Jetzt zuerst mal, was regeln denn die? Was beinhalten diese SEC AI? Also ganz grundsätzlich enthalten sie AI Act spezifische Pflichten des Anbieters gegenüber dem Kunden, also der öffentlichen Hand. Das ist eine lange Liste von Pflichten, die der Anbieter übernehmen muss und das, obwohl es keine expliziten Gesetzesartikelverweise gibt, ist es dennoch sehr, sehr klar, dass da grundsätzlich wirklich eine starke Bezugnahme auf den AI Act besteht. Das ist wichtig aus Schweizer Perspektive. Dann, diese Public Buyers Community hat sich entschieden, dass sie diese SEC AI in zwei Versionen veröffentlicht, und zwar eine für Hochrisiko-KI-Systeme. Ich werde das in der Folge jetzt abkürzen auf HR AI und auf Non-High-Risk KI-Systeme. Und wir wissen ja, dass eigentlich der Fokus beim AI Act auf die Regulierung von High-Risk AI gelegt worden ist. Dann diese SEC AI, aber diese beiden Versionen der SEC AI, und das sehen wir dann auch noch kurz, haben keine wesentlichen Unterschiede. Also das heißt, die Public Buyers Community findet, dass ein Anbieter von KI-Systemen, unabhängig davon, wie das KI-System klassifiziert wird, dann sich diesen SEC AI unterwerfen muss. Diese SEC AI sind bloß ein Vertragsmuster, nicht verbindlich, man kann es nutzen, muss nicht. Sie sind da, damit man sie auch entsprechend anpasst, ergänzt, abändert. Also es ist nicht so wie bei Standard Contractual Clauses, die wir aus dem Datenschutz kennen für den internationalen Datentransfer, wo man nur an spezifischen Stellen Änderungen einfügen darf und ansonsten keine weiteren Änderungen vornehmen sollte. Dann sind sie kein vollständiger Vertrag. Diese SEC AI sind gedacht als Anhang zu einem eigentlichen größeren Beschaffungsvertrag, wie man den so kennt. Das macht auch Sinn. Es gibt schließlich in der EU auch keine Kompetenz zur Harmonisierung oder Vereinheitlichung von beschaffungsrechtlichen Verträgen oder überhaupt zum Vertragsrecht. Das Ziel der ganzen Übung ist eben Rechenschaftspflicht, Kontrolle und Transparenz herzustellen. Was die SEC nicht beinhalten, wie gesagt, sie sind kein vollständiger Vertrag, bloßer Anhang, das heißt ganz wesentliche Punkte werden darin nicht geregelt. Erstens geistiges Eigentum. Zweitens Datenschutz, drittens Haftung und dann das, all diese Legal Terms, die wir von den Verträgen her sowieso schon kennen. Das finde ich spannend, dass man das außen vor gelassen hat. Man war auch nicht konsequent. Also bei all diesen drei Bereichen, geistiges Eigentum, Datenschutz und Haftung, hat sich die Buyers, Public Buyers Community doch noch ein bisschen auf die Äste rausgelassen. Aber das sind ja eigentlich die Themen, die im Moment heiß umstritten sind, auch vor Gerichten. Geistiges Eigentum, also die Gewährleistung des Anbieters von wegen Verletzung rechter Dritter an IP, das sollte mir beispielsweise im Vertrag drinnen stehen haben. Und wer ist berechtigt am Output, den das KI-System generiert? Das sind die großen Fragen. Datenschutz, genau dasselbe. Da wird der Kunde ja eigentlich eine Zusicherung haben wollen, dass der Anbieter keine Personendaten verwendet hat, wo man von einer Datenschutz-Incompliance sprechen muss. Und genau dasselbe spiegelbildlich dann wieder. Auch der Anbieter möchte sich ja vergewissern, dass der Betreiber das KI-System nicht so einsetzt, dass es zu Datenschutzverletzungen kommt. Nun denn,
Weil sich diese SEC AI so stark auf den AI Act beziehen, möchte ich noch ganz kurz erläutern, was sind denn High-Risk AI? Das finden Sie im AI Act in Artikel 6. Was Sie in den letzten Monaten, vielleicht schon Jahren, zur Genüge gesehen haben, ist, wie der Risk-Based Approach des AI Act dann dargestellt wird. Das ist diese ampelfarbige Pyramide zuoberst, die verbotene KI, dann die Hochrisiko-KI, dann die KI mit geringem Risiko und dann die KI mit minimalem Risiko. Der risikobasierte Ansatz des AI Act bedeutet, dass eine Klassierung eines KI-Systems in einer dieser Töpfe oder in dieser Pyramide bedeutet, welche Pflichten dann auch auf dieses KI-System einzuhalten sind. Wir kennen das ja auch schon beispielsweise von anderen Produktsicherheitsregulierungen wie die Medical Device Regulation. Auch da Medizinprodukte werden ja auch klassiert und entsprechend dieser Klassierung gibt es dann bestimmte Pflichten, die man einhalten muss. Ich habe das jetzt in zwei Säulen dargestellt. Sie finden dann das in Anhang 1 und Anhang 3. Anhang 1 listet eigentlich alle EU-Regularien auf, wo KI-Systeme bereits durch Produktsicherheitsbestimmungen reguliert sind. Der AI Act wirkt da sozusagen subsidiär, kommt rein, sollte es irgendwo eine Lücke geben, aber im Prinzip sind diese Produkte bereits durch Produktesicherheitsregulierung schon reguliert. Anhang 3 demgegenüber, das ist dann nicht branchenspezifisch oder produktspezifisch, sondern das ist anwendungsspezifisch. Da wird in Anhang 3 aufgelistet, welche Use Cases konkret eine Gefährdung der Schutzobjekte des AI Act gefährden könnten. Was sind die Schutzobjekte? Das ist die Gesundheit, die Sicherheit, die Grundrechte. Dazu gehören auch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Umweltschutz. Das sind die Schutzobjekte. Darauf richtet sich der AI Act aus. Wir wollen das schützen, also wollen wir schauen, dass die KI-Systeme da keine Gefährdung darstellen. Und da sehen wir eine ganze Liste, das überlasse ich dem Selbststudium, eine ganze Liste von Anwendungen, wo man eben sagen kann, dass das eine bestimmte Gefährdung herbeiführen könnte. Wir haben vorhin von Tobi ein Beispiel gehört, Bildungssektor. Ich habe da gleich ein bisschen reagiert, dass man ein KI-System einsetzt dafür, dass im Bildungssektor und dass da also bewertet werden soll, wie die Schülerinnen und Schüler in ihren handschriftlichen Arbeiten abgeschnitten haben und es da, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch noch eine Analyse der Handschrift erfolgen soll. Also da geht für mich jedes Alarmlicht hoch. Weil das ist zweifach, oder? Eigentlich Hochrisiko. Es ist im Bildungssektor, es geht um die Bewertung. Plus, es ist auch Biometrie, könnte man darüber diskutieren, wenn die Handschrift dann analysiert wird. Nun, auch hier noch ein kleiner Vorbehalt. Der Blick in Anhang 3 reicht nicht, wenn man wissen will, ob ein KI-System hochrisikant ist. Es gibt in Artikel 6 Absatz 3 des AI Act dann wieder Ausnahmen. Das macht den AI Act so wahnsinnig schwer verdaulich, wenn man sich durch die 140 Seiten durchkämpft. Diese permanenten Querverweise plus die Ausnahmen der Ausnahmen zu den Ausnahmen. Und das ist etwas, das, was man bedenken soll. Und das Nächste, das ist auch etwas, diese Anhänge des AI Act sind nicht in Stein gemeißelt, weil die EU-Kommission kann mittels delegiertem Rechtsakt jederzeit diese Anhänge ändern. Wir kennen das auch schon von der Medical Device Regulation. Unsere Medizinproduktverordnung verweist doch tatsächlich auf die europäische Verordnung und mittels dynamischer Rechtsübernahme übernehmen wir die Anhänge der MDR ins Schweizer Recht. Wenn die dort abgeändert werden, gelten die bei uns auch, ohne dass das durch ein
Prozess beim schweizerischen Gesetzgeber gegangen wird. Das ist beim AI Act ganz ähnlich. So, jetzt komme ich hier nicht weiter. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn die Pflichten von Anbietern und Betreibern sind. Bei den meisten Übersichten werden Sie in Zukunft eine Liste sehen, die anfängt bei Artikel 9. Ich fange bei Artikel 50 an, weil Artikel 50 legt Pflichten fest, die für Betreiber und Anbieter von KI-Systemen gelten, unabhängig davon, wie sie in der Risikoklasse eingeordnet werden. Das sind primär Informations- und Kennzeichenpflichten. Sieht man irgendetwas, was da an? Das ist recht schwer leserlich, oder? Ich hoffe, man sieht es, und sonst können Sie die Unterlagen ja auch online anschauen. Jetzt ganz kurz zu den Pflichten für High-Risk AI beim Anbieter. Eine riesenlange Liste, und die hat es wirklich in sich. Sie können sich da Artikel 16 anschauen, da wird das alles schön aufgelistet. Sie ist nicht abschließend. Mein Slide, es liegt nicht aus Platzgründen, habe ich da nicht mehr draufgepackt, aber es ist schon, es hat es schon in sich. Also man fängt damit an, Qualitätsmanagementsystem, also die ganzen Verfahren, die eine Organisation implementieren muss, damit die Qualität sichergestellt ist. Dazu gibt es ja auch Normen, also ISO-Normen, wie man so etwas zu erstellen hat. Dann RMS, Risk Management System, das während der gesamten Dauer, Lebensdauer eines KI-Systems immer wieder in einem kontinuierlichen, iterativen Prozess erfolgen muss, wo man also die Risiken identifiziert und dann Maßnahmen ergreift, wenn diese Risiken nicht mehr akzeptabel sind. Data Governance, also dass man die Qualität der Daten, die eingesetzt werden für das AI-System, dass die von hoher Qualität sind, also fürs Training, für die Validierung, auch fürs Testing. Dann eine technische Dokumentation, da haben wir einen separaten Anhang im AI Act, Anhang 4, der da ganz genau detailliert aufliest, was in dieser technischen Dokumentation drinstehen muss. Dann natürlich Logging, also Protokollierung. Dann muss der Anbieter eine Betriebsanleitung erstellen, das ist ganz, ganz wichtig, die ist gedacht für die Anwender. Er muss sicherstellen, dass das KI-System die menschliche Aufsicht, also vor allem auch beim Betreiber dann, ermöglicht. Er muss sicherstellen, dass das KI-System genau arbeitet, robust ist, cybersecure ist. Da müssen dann auch noch Dokumentationen für die Behörden erstellt werden. Dann, was wir vom Produktsicherheit recht bereits kennen, die Konformität, das Konformitätsbewertungsverfahren muss durchlaufen werden. Eine Konformitätserklärung muss erstellt werden und die CE-Markierung angebracht werden. Dann müssen solche High-Risk-AI-Systeme auch registriert werden bei den EU-Behörden oder bei den Behörden der Mitgliedstaaten. Dann gibt es noch Nachweise, die man für die Behörden zusammenstellen muss. Plus, und das kennen wir auch schon aus der Medizinproduktverordnung, Post-Market Monitoring. Also wenn das KI-System vermarktet wird, muss beobachtet werden, wie es sich denn so geriert. Und dann zum Schluss habe ich noch aufgelistet Korrekturmaßnahmen. Das ist eine ganz spannende Pflicht im AI Act. Spannend deswegen, weil es ist der Anbieter, der ja sicherstellen muss, dass das KI-System compliant ist, aber es ist auch der Anbieter, der dann in Compliance feststellen sollte. Und wenn er der subjektiven Auffassung ist, jetzt ist es nicht mehr compliant, ist er gesetzlich zu Korrekturmaßnahmen verpflichtet. Also irgendwo so ein bisschen self-regulatory Aspekt. Jetzt zu den, da habe ich einen dicken Typo drin, Entschuldigung, das werde ich dann noch melden müssen. Auf der rechten Seite sollte im Blauen drinstehen, Betreiber, nicht Anbieter. Auch der Betreiber hat bestimmte Pflichten nach AI Act. Ich werde das jetzt dem Selbststudium überlassen, nur kurz die Abkürzungen erläutern. TOM, das kennen wir, das sind technische und organisatorische Maßnahmen, die implementiert werden müssen für die Compliance-Sicherstellung. Und das muss gemäß Betriebsanleitung des
Anbieters erfolgen. Dann haben wir als weitere Abkürzung, das hat der Tobi auch schon erwähnt, die DSFA, die Datenschutzfolgeabschätzung. Auch diese muss gemäß den Informationen in der Betriebsanleitung erfolgen. Und dann FRIA, die Fundamental Rights Impact, das Fundamental Rights Impact Assessment, das diejenigen Organisationen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, dann auch noch vornehmen müssen. Also nicht nur Datenschutz, sondern auch sämtliche Grundrechte, die von einem KI-System gefährdet sein könnten. So, und jetzt, das war jetzt ein dicker Brocken, das ist auch für alle Anbieter ein ziemlich dicker Brocken. Jetzt schauen wir, was die SEC AI denn daraus gemacht haben. Auf der linken Seite sehen Sie all das, was Sie vorhin schon gesehen haben, in den grünen Kästchen, das ist mehr oder weniger wieder da. Was wir auch sehen, ist das Qualitätsmanagementsystem, dass das nur optional ist für High-Risk AI, komplett wegfällt für Non-High-Risk AI und dann auch Konformität und CE-Markierung, auch das ist nur optional für High-Risk AI, beziehungsweise fehlt komplett für non-High-Risk AI. Dann haben wir zusätzlich aber noch Auditrechte. Ich gehe mal davon aus, dass der Beschaffungsvertrag, der Hauptvertrag sowieso schon Auditrechte beinhaltet, weil sich das öffentliche die öffentliche Hand ja in der Regel ausbedingt. Dann haben wir zusätzlich interessanterweise auch noch Explainability inklusive Einsicht in den Source Code. Explainability, eins der großen Schlagworte von, also schon 2018 hat man darüber gesprochen im Zusammenhang mit der DSGVO. Was machen wir mit den automatisierten Einzelentscheiden und wie weit geht denn das, was die DSGVO da enthält in Richtung Explainability, wie das KI-System denn eigentlich funktioniert und die berühmte Blackbox. Das ist ja eigentlich komplett aus dem AI-Act rausgefallen, poppt ein bisschen da und dort auf, aber nicht so explizit. Dann zusätzlich eine Klausel zur Schadloshaltung, obwohl die Public Buyers Community gesagt hat oder erläutert hat, dass eigentlich Haftung kein Thema sein sollte für diesen Anhang. Und dann natürlich eben auch noch Datennutzungsrechte und ein bisschen IP-Recht, einfach damit man so ein bisschen vermischt hat und auch noch etwas drinnen stehen hat. Dann Post-Market-Monitoring gibt es kein Sterbenswörtchen in den SEC AI und dann gibt es auch keine Informations- und Kennzeichenpflichten, die wir vorhin angeschaut haben unter dem Artikel 50. Nun, also was für mich ganz problematisch ist, ist das, was Sie auf der rechten Seite sehen. Der Betreiber hat keine einzige Pflicht unter diesen SEC AI. Null, nada, nur Rechte. Finde ich schwierig, angesichts dessen, dass der Betreiber doch ein paar Pflichten hat, unter dem AI Act, finde ich auch schwierig, oder wir wissen alle, nur gut ausbalancierte Verträge sind solche, die auch gut sind und von beiden Parteien eingehalten werden können. Einseitige Verträge, wo nur der Anbieter verpflichtet wird, das kann nicht funktionieren auf Dauer. Auch schwierig finde ich, und das sieht man auch schon an diesem Slide, wenn man es vergleicht mit den vorhergehenden, dass all die Pflichten, die High-Risk AI unter dem AI Act einzuhalten hat, werden da in diese SEC AI reingepfümmelt und sollen dann auch für Anbieter gelten, die keine High-Risk AI anbieten. Also man stelle sich das mal vor, Qualitätsmanagementsystem kann man jetzt vielleicht mal noch verlangen, aber da wird es dann schon sehr aufwendig mit dem Risk-Management-System, mit der technischen Dokumentation etc., dass das dann den gesetzlichen Vorgaben entsprechen soll. Also sehr, sehr schwierig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anbieter von Non-High-Risk-AI bereit wäre, sich in einem Vertrag zu verpflichten, die er gesetzlich in keinster Weise erfüllen muss. Das ist übers Ziel hinausgeschossen, das ist ein Overkill. Also diese zwei Gründe, dass nicht balanciert ist und dass eben Non-High-Risk-AI da gesetzliche Pflichten
oder Pflichten aufgestülpt werden, die sie gesetzlich gar nicht haben. Ich sehe, ich bin jetzt schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Jetzt kommt die Analyse, die ich jetzt halt ein bisschen kürzer halten muss. Aber ich habe es, ich habe das noch nicht erwähnt. Aber grundsätzlich machen Verträge ja dann Sinn, wenn beiden Parteien klar ist, wer macht was, wann, wie. Und das enthalten diese SEC AI nämlich eigentlich nicht. Wo man vermuten würde, diese große Liste in grünen Kästchen, wo man vermuten würde, jetzt wird eine Pflicht konkretisiert, da ist diese Hoffnung vergebens. Denn da, wo das Fleisch am Knochen vermutet würde, da fehlt es dann und da wird dann verwiesen auf Standards. Die EU-Kommission hat im Mai 23 den Auftrag erteilt, dass standardisierende Normen erstellt werden sollen und die werden dann erst nächsten Frühling voraussichtlich dann auch verfügbar gemacht. Also Verweise auf standardisierte Normen, die noch nicht bestehen, sind dann auch ein bisschen schwierig. Zu den Korrekturmaßnahmen, ich habe das vorhin erwähnt, dass eben da nach AI Act der Anbieter es ist, der lustigerweise allein entscheiden darf, ob Korrekturmaßnahmen ergriffen werden sollen. Und das haben die SEC AI wieder aufgenommen. Das heißt, der Betreiber hat nichts in der Hand, kein einziges Instrument, um eine Incompliance, eine Fehlfunktion, eine Vertragsverletzung dann letzten Endes auch in Realiter durchzusetzen, zu sagen, du korrigierst das jetzt, Anbieter. Weil der Anbieter kann sagen, ich finde, das ist keine Fehlfunktion, was willst du von mir? Hier steht im Vertrag, ich schätze das ein, das ist mein Ermessen, meine subjektive Wahrnehmung. Dann, wenn wir das Risk Management System noch kurz anschauen, auch das zieht sich durch die SEC AI wie ein roter Faden, dass die Zweckbestimmung des KI-Systems dem Betreiber überlassen wird. Im AI Act ist es der Anbieter, der hat es ja schließlich entwickelt und der sagt, mein KI-System kann für folgende Zwecke eingesetzt werden. Jetzt ist es aber bei den SEC AI so, dass es der Betreiber ist, der den Zweck bestimmt. Also das fällt komplett auseinander. Wie soll eine Betriebsanleitung denn erstellt werden, wenn dann der Betreiber den Zweck bestimmt? Und da gibt's dann auch eine komische, unschöne Vorwirkung von Pflichten, weil eben sich alles nach der Zweckbestimmung des Betreibers richten soll. Und jetzt noch zum letzten Punkt, Data Governance in gebotener Kürze. Hier gibt es dann eine komische Einschränkung, dass also der Anbieter lediglich zu Data Governance Pflichten verpflichtet wird, also Qualität der Daten, sofern er nach Lieferung des KI-Systems noch Zugriff hat auf das KI-System. Nun, ab noch ein paar wenige Minuten zur Schweizer Perspektive. Den meisten hier im Saal wird das geläufig sein. Wir tun uns in der Schweiz ein bisschen schwerer, da irgendwie eine KI-Regulierung greifbar zu machen. Du siehst, ich stottere jetzt da ein bisschen rum, irgendwie diplomatisch. 2019 wurde das Ganze mal analysiert und da war eigentlich das Fazit, es gibt keinen regulatorischen Handlungsbedarf. Und dennoch gab es im 20 dann die ersten Leitlinien für künstliche Intelligenz für die Bundesverwaltung und im 22 kam vom EDA eine Analyse raus, die da besagte, oh doch, es gibt Handlungsbedarf, weil schließlich dürfen wir ja die Anschlussfähigkeit an die internationalen Märkte nicht verlieren. Und seither läuft da ja auch einiges. Im 23 hat dann der EDÖB noch ein Papier veröffentlicht. Die Hauptaussage, neben vielen anderen, die nichts mit dem Thema zu tun hatten, war, dass das Schweizer Datenschutzgesetz auf KI anwendbar sein soll. Surprise, surprise. Eigentlich ein No-Brainer, müsste man meinen. Weil in der Schweiz verfolgen wir schon immer einen prinzipiengeleiteten, technologieneutralen Legiferierungsansatz. Wir regulieren nicht eine bestimmte Technik, sondern wir haben bestimmte Prinzipien, die für
ganz viele Anwendungsbereiche dann funktionieren soll. Und von daher, natürlich ist überall da, wo Personendaten bearbeitet werden, ist auch das Datenschutzgesetz anwendbar. Also eine Aussage, die so, auf die eigentlich niemand dann wirklich gewartet hat. Ich finde aber dieses Dokument online nicht mehr, vielleicht wurde das zwischenzeitlich auch irgendwo anders hin verschoben, so dass man es nicht so einfach auffindet. Im Mai 24 dann das, was uns betreffen wird, der Europarat hat die erste internationale Konvention zu KI verabschiedet. Wir werden als Schweiz natürlich versuchen, diese Europaratskonvention zu unterzeichnen. Da hat es Grundsätze drin, an denen wir, also die Schweiz, aufgerufen ist, wenn sie das ratifiziert, das Schweizer Recht dann auch anzupassen. Bis Ende 24 wird jetzt eine Auslegeordnung erstellt. Ich bin da wahnsinnig gespannt. Basierend auf dieser Auslegeordnung werden wir dann eine Gesetzesvorlage haben. Ich gehe nicht davon aus, dass wir ein spezielles KI-Gesetz haben werden. Ich gehe nicht davon aus, dass höchstens ein Mantelerlass, das war mein Timer, meine 30 Minuten sind um, höchstens ein Mantelerlass, das wäre ja eigentlich ganz praktisch, aber sieht alles nicht so danach aus, dass da eins zu eins etwas übernommen wird. Jetzt zurück zu den SEC AI, was bedeutet das für uns? Wenn wir keinen vergleichbaren Katalog von gesetzlichen Pflichten haben für Anbieter und Betreiber, auf welche sich die SEC AI der EU beziehen, macht es auch keinen Sinn, diese SEC AI zu übernehmen, zu rezipieren. Also wir haben keine solchen gesetzlichen Pflichten außerhalb der Bereiche, die eh schon reguliert sind, eben Medizinproduktverordnung als das Beispiel. Und dann, Sie haben es wahrscheinlich gespürt, ich halte diese SEC AI für unausgereift. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, was dabei rauskommt, wenn die überarbeitet werden. Der große Unterschied zum Entwurf des AI Acts 21 und der finalen Fassung August 24 ist, General Purpose AI wurde reguliert im finalen AI Act. Das kam im Dezember 23 noch dazu, war hoch umstritten. Und das ist ja etwas, was beispielsweise heute schon in der Verwaltung eingesetzt wird. Und da bin ich sehr gespannt, was die SEC AI aus diesen Pflichten im AI Act dann macht. Ich finde, dass die Schweizer Behörden eigene Standards entwickeln sollten vielleicht als Hilfestellung, weil es halt ja wirklich ein großes Thema ist. Aber da komme ich zum Aber, und das ist mein letztes Slide. Bei Standardisierungen habe ich immer gemischte Gefühle. Die EU-Kommission verfolgt diesen Weg ganz, ganz stark. Also wir sehen das in der Digital, im DORA, Digital Organizational Resilience Act, und beispielsweise auch im Data Act, dass die EU-Kommission für ganz bestimmte Bereiche sich das Recht vorbehält, Standardvertragsklauseln dann zu erlassen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diejenigen sind, die diese Erfahrung im Feld auch haben, dass da was Gutes dabei rauskommt. Und wenn man eine Standardisierung dann hat, dann bedeutet das häufig eben auch, es ist verwässert und die Beteiligten schauen sich das nicht mehr genau an, das Was eines Vertrages, wer, wann, wie. Und das muss bei KI-Projekten immer ganz genau angeschaut werden. Eine weitere Gefahr bei Standardisierung ist eben auch, und wir sehen das vielleicht auch bei der Mustervertragsklausel, Cyberangriffe des Bundes, die ist ja grundsätzlich in Ordnung, hilft es weiter? Ich weiß es nicht. Ist es detailliert genug? Ist es konkret genug? Wir werden dann sehen, ob sich das letzten Endes bewährt. Aber die Gefahr besteht dann halt schon, dass sich ein Anbieter zurücklehnt und sagt, hey, mehr als das, was da in der Mustervertragsklausel drinsteht, werde ich nicht unterschreiben. Wozu soll ich? Das ist der Standard.
Was eben auch eine zusätzliche Schwierigkeit für eine Standardisierung ist, ist, dass es bei KI-Projekten ja eine komplexe Wertschöpfungskette gibt. Es ist also nicht so das Duopol von Anbieter, Betreiber, was die SEC AI vorsehen, sich im realen Leben dann immer so einfach präsentiert. Es gibt da immer noch weitere Player. Und ob man denen dann sämtliche Pflichten aufoktroyieren kann, ist dann auch noch eine weitere Frage. Dann, aber das ist auch grundsätzlicher Natur, die vertraglichen Pflichten müssen konkret festgelegt werden. Eine reine Deklaration, ja, ich halte mich an ISO 27001, wir wissen das alle, das reicht nicht unbedingt aus, zumal dann eben solche Normen dann halt auch noch Wiggle Room für die Betroffenen offen lassen, wo sie dann eigentlich so ihre Controls selber auswählen können. Aber man muss diese Vertragspflichten halt wirklich durchdenken und ausdiskutieren, detailliert dann auch festlegen, damit sie auch hardcoded sind. Also was bedeutet hardcoded? Dass man sie gerichtlich durchsetzen kann. Es nützt nichts, wenn man in den Wolken oben bleibt. Und dann finde ich eben auch, und das ist ganz spannend, also bei Projekten, wo ich Spitäler unterstütze, bei der Beschaffung von Medizinprodukten, auch AI, stelle ich ab und zu fest, dass diese Anbieter sich vorkommen, wie ich schiebe eine Kartonbox von links nach rechts. Ich habe nichts mit Medizinproduktverordnungsrecht zu tun. Mich gehen diese Pflichten eigentlich gar nicht an. Also das ist dann schon ein bisschen irritierend. Normalerweise, wenn man einen sophistizierten, mature Anbieter hat, da kann man sich unter Umständen mit einer Zusicherung, ja, ich halte mich an die gesetzlichen Pflichten, begnügen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sie detailliert wirklich alle in den Vertrag reintun. Ich habe schon lange Verträge geschrieben, wo es wirklich ein Manual ist, also von der Bestellung bis zur Lieferung und dann irgendwie Rücknahme oder auch Zerstörung eines Geräts. Einfach damit der Anbieter weiß, was denn da im Gesetz drinsteht, weil das Spital als Betreiber ist ja auch verpflichtet, all diese Compliance vom Anbieter nachzuweisen, wenn es dann mal eine Inspektion der Swiss Medic gibt. Und dann auch das ganz grundsätzlich, eine stringente Vertragsstruktur. Das gilt immer. Regeln Sie ein Thema in einem Vertragsdokument. Nicht im Hauptvertrag, dann nochmal im Anhang, dann nochmal im Unteranhang. Verweisen Sie auf diese eine Stelle, weil sonst ist das Vertragsmanagement mit sehr viel Unsicherheiten behaftet für die Beteiligten, insbesondere die, die nicht bei den Vertragsverhandlungen beteiligt waren. Dasselbe gilt auch für die Begrifflichkeiten. Stringente Begrifflichkeiten helfen beiden Beteiligten. Das lohnt sich, hier das Augenmerk drauf zu halten. So, und jetzt habe ich pünktlich geschlossen mit 7 Minuten Überzeit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt sind Sie bestimmt erschlagen.